Hi, YouTube. Na, schön, dich wiederzusehen. Wir sehen uns heute mal wieder zu einem Unboxing-Video. Du hast ja vielleicht schon gesehen, dass wir die P1000 von Simmagic ausgepackt haben. Und wir haben noch eine weitere Kleinigkeit, die wir jetzt auspacken. Nicht meine Katze, nein, dieses Paket. Also lasst uns doch mal reingucken, was in diesem wunderschönen Paket drin ist. Chat, ihr könnt ruhig Hallo sagen zu YouTube, ne? Ihr könnt ruhig Hallo sagen. Mizi, ich habe ein Messer in der Hand. Bevor ich das vergesse und wir das jetzt hier aufmachen, weil das nämlich wichtig ist. Ihr habt vielleicht eben gerade im Chat oben durchlaufen sehen oder hier an der Seite durchlaufen sehen, dass der gute Denso da drin ist. Und der gute Denso, der hat das nämlich möglich gemacht, dass wir das hier auspacken können. Also ein großes Dankeschön geht mal wieder an den Simray-Shop, der mir das gestern in den Kofferraum reingeschmissen hat, den Kofferraum zugemacht hat und gesagt hat, fahr los. Aber vorher kam die Frage, hast du in deinem Kombi noch Platz? Haha! In den Kombi geht eine Menge rein. Das war übrigens da mit drin. Katze, kannst du aus dem Bild gehen, damit ich, hallo? Was haben wir denn hier drinne? Findest du das auch interessant? Riech mal. Okay, die Katze riecht länger dran. Das heißt, Geruchstest wurde heute von Katze durchgeführt. Nicht nur von mir. Was haben wir denn hier für Schönheit drinne? So, Mizi, guck mal. Kannst du das hier sehen? Simmagic X Official Sim Equipment Formula Drift Official Partner of iRacing Title Sponsor of Virtual Drift FX Pro Formula Extreme. Da ist es. Mhm. Yep, das... Oh, Mizi, was sagst du? Neutral, ja, ne? Keine Kopfnuss? Keine Kopfnuss? Das riecht sehr neutral, Mizi. Findest du nicht auch? Das riecht sehr neutral, oder? Was sagst du? So, was haben wir denn hier alles mit drinne? In dem Wheel. In der Packung. Mehr Pappe. Und hier ist noch Goodies. Ich hoffe, Aufkleber. Ein paar. Ein paar Aufkleber sind drinne. So, was haben wir hier? Hier ist die Clutch Calibration und sowas alles. Das können wir uns mal gleich angucken. Wir packen das mal beiseite. So. Ah, was haben wir denn hier? FX Pro Quick Guide. Auto Matching and Troubleshooting. Clutch Calibration. Factory Reset. Pedal Adjustment. Switch Instruments Display. Connection between Steering Wheel and Wheelbase. Gut. Können wir beiseite packen, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Hier ist ein USB-C-Kabel drin, dankeschön, weil ich brauche nämlich mal wieder welche. Sticker, noch mehr Sticker, aber die braucht eh kein Mensch. Wer seine Lenkräder beklebt, der hat einfach ein schlechtes Gedächtnis, kann man einfach so sagen. Und noch mehr Sticker. Du, der Laptop muss bestickert werden. Okay. Warranty Card ist auch mit dabei, gut, also das Übliche. Aber kommen wir mal zu dem Banger hier. Wenn ihr erfahrt, was das hier für einen Preis hat, das Gerät, ne, fällst du aus allen Wolken. So, ich lege das einfach mal auf den Tisch und ihr dürft jetzt mal raten, was das hier kostet. Ohne nachzugucken, ey, wehe, das spoilert jetzt irgendeiner. Also ihr kennt ja ungefähr so die Preise. Fuffi und rein in die Orgel. Warum sonst im Kofferraum? Also ganz ehrlich, Leute, ihr werdet niemals darauf kommen, wie teuer das ist. Also die meisten Leute, also wer wäre dafür, dass es über 1000 Euro kostet? Wer wäre dafür, dass das Ding über 1000 Euro kostet? Ist das Plastik oder Alu? Warte, finden wir gleich raus. Ich muss nur den Sticker lösen. Das hier ist Hartplastik in Carbon-Optik, würde ich jetzt mal behaupten. Und vorne ist Carbon drauf. Vorne ist Carbon drauf. Anderthalb Klausis. Das kostet unter 1000 Euro. Da ist der Haken, Plastikrückseite. Ich empfinde es nicht als Haken, weil das wirklich sehr wertig ist. Es ist wirklich. Also keine Kanten dran. Das ist wirklich sehr, sehr wertig. Das kostet unter 1000 Euro, das Ding. Dann ein halber Klausi. Also damit ich euch jetzt genau eine ganz genaue Zahl sagen kann, wartet, aber ihr werdet aus allen Wolken fallen. Ich bin gestern auch aus allen Wolken gefallen. Das Wheel kostet 879 Euro. Das hier sind 879 Euro. Und das ist eine richtige Kampfansage. Weil, wenn wir jetzt mal hier, wartet, ich guck mal, ja, ich muss reden nebenbei. Damit ihr das hören könnt, ja. Knöpfe, mega geil. Also die sind wirklich super. Rotary-Encoder, unglaublich schön. Die Rotary-Encoder, auch unfassbar schön. Die Rotary-Encoder, richtig snappy und schön. Leider nicht zum Drücken. Aber Funky-Switch unten, sehr schön zu drücken. Die Knöpfe, richtig gut. Shifter, hier, super leise. Also kannst du fast nicht hören, aber super snappy trotzdem. Mega schön. Hier, genau dasselbe in grün und Dual-Clutch auch sehr Porno.
Einziges Manko, das weiß ich seit gestern schon, Vorsicht, nicht in die Hose kacken, hier. Die Griffe haben unten rum, weil sie offen sind, ein bisschen Flex. Die haben unten ein bisschen Flex, die Griffe, aber ich mache gerade schon wirklich sehr doll. So, das ist das Einzige, was man bemängeln könnte. 879 Euro, Chat. Das ist richtig krass. Die Griffe sehen schmal aus. Ich persönlich finde sie mit großen Händen sogar sehr angenehm zu halten. Der USB-Port sieht hinten sehr fragil aus. Ja, den brauchst du ja nicht anschließen. Das Wheel läuft wireless über den Dings hier. Kennst du den Thumb-Encoder? Den hier? Den hörst du nicht. Also da ist nichts drin. Das Ding hier unten ist nur zum Firmware-Update aufspielen etc. pp. Ansonsten brauchst du das Gerät hier nicht an USB anschließen. Das läuft alles über den Quick Release. So, aber ich werde mal kurz gucken, ob es anspringt, wenn wir es anschließen. Das mit den Griffen finde ich hart. Das mit den Griffen finde ich überhaupt nicht hart, weil das, was ich gerade gemacht habe, Ferris, war schon wirklich sehr rohe Gewalt. Also ich habe gerade schon sehr viel rohe Gewalt angewendet. Also ich kann dir das anhand meiner Unterarme zeigen hier. Also ich mache hier gerade schon wirklich sehr, sehr wild ein Los mit der Hände. Und das machst du beim Fahren nicht. Ich bin gestern damit auch schon gefahren. Und da merkst du das nicht. Gucken wir mal, wo er angeht. Okay, es geht sogar an. Okay, Mozi legt sich dahin. Aber es ist noch nicht alles an, ne? Aber die Tasten sind auch alle beleuchtet. Es ist nicht kompatibel mit SimHub. Das habe ich gestern schon rausgefunden. Ich hoffe, dass das von SimMagic nochmal kommt im Laufe der Zeit. Aber ich nehme mal fast an, wenn sie genug Feedback kriegen diesbezüglich, dass sie sich da nochmal öffnen. Aber so sieht das aus, wenn das angeschlossen ist. Schon gut. Schon gut. Aber was wäre... Was wäre ein Wheel ohne eine Wheelbase, oder? Aber dafür, liebes YouTube-Publikum, musst du dir das nächste Video angucken. Denn in diesem Video bin ich fertig und mein Chat wird dir jetzt wahrscheinlich auf Wiedersehen sagen, währenddessen wir hier das abmoderieren. Dankeschön, dass du dir das Unboxing vom SimMagic FX Pro angeschaut hast. Wenn du es dir kaufen möchtest, aktuell ist es sogar beim SimRay Shop verfügbar. Ich war gestern im Laden beim SimRay Shop und kann dir sagen, da arbeitet ein Mensch, der möchte, dass du deine Produkte sehr schnell zu dir nach Hause kriegst und packt sehr, sehr zügig. Stand heute Morgen um 6 Uhr schon im Lager, damit die Pakete rausgehen. Also falls du Lust auf dieses wunderschöne Wheel hast, passend zu deiner Wheelbase, für 879 Euro, dann schau doch mal bei Denso im SimRay Shop vorbei. Und wenn du nicht vergessen möchtest, kannst du auch gerne über meinen Reffling einkaufen, dann weiß nämlich Denso, wie viele Leute von mir kommen und einkaufen und das ermöglicht uns eine schöne Zusammenarbeit für später, falls wir noch mehr Sachen testen sollen, wollen, können. Dankeschön an alle da draußen, haut ein Däumchen rauf, hoch, runter, schreibt einen Kommentar. Dankeschön an alle Kanalmitglieder und Kussi Kussi, bis dann.